boah, mit dem krassen Panorama hier kann man doch jeden hier überzeugen. Servus Leute, ich bin heute überhalb vom Cassie-Klettersteig und wie man da hinkommt und wie man auch wieder zurückkommt und wie schwer der Cassie-Klettersteig ist, das seht ihr heute. So Leute, ich bin jetzt hier schon bei Götzis, bei Hohenems und ich bin ja jetzt auf 516 Meter und jetzt geht's einfach den Kapweg hier weiter, da steht jetzt 2 Stunden. Und dann haben wir hier auch schon ein Diagramm, da geht's am Anfang relativ stetig immer bergauf, dann kommt der Klettersteig, der Kapf und dann geht's runter nach Meschach und ganz unten kommt dann noch eine Schlucht. Und ja, wir haben heute 9,6 Kilometer, 600 Höhenmeter und ungefähr eine Gehzeit von 3,5 Stunden. Ich laufe jetzt hier noch nicht mal 2 Kilometer, jetzt hier am Schreckkopf auf 813 Meter. Dann dieser krasse Ausblick, ist doch genial. Da hinten, da sieht man den Bodensee und da ist der Rhein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt drauf erkennen kann, aber da sieht man jetzt auch hier unten schon, wie der Löwenzahn so langsam rauskommt. Da wird schon so alles so langsam gelb, die ganzen Wiesen. Dann haben wir jetzt hier schon direkt den Eingang zum Klettersteig. Jo. Hinter mir, da hängen jetzt schon die ersten an der Wand. Ich habe ja dann auch gleich jemanden getroffen, wo ich schon am Kenzele-Klettersteig getroffen habe. Das hat mich echt übelst gefreut. Wenn ihr das Video auch noch anschauen wollt, dann könnt ihr das gerne auschecken. Und ja, dann geht's jetzt gleich auch schon weiter. Ich bin jetzt hier am Via Cassie-Klettersteig. Der hat einen Schwierigkeitsgrad von D und E. Also schon relativ anspruchsvoll. Man könnte jetzt hier noch zum weiteren Klettersteig laufen. Das ist der Via Kapf. Der Anfang ist dann auch schon relativ steil. Geht's da auch gleich hoch. Aber die Herausforderung nehmen wir an, würde ich sagen. Hier tropft auch die ganze Zeit das Wasser runter. Also es ist ja auch relativ rutschig. Aber ich glaube, da oben schaut es dann besser aus. Wunderbar, dann viel Spaß. Ja, euch auch. Hier gibt es da dann auch so einen kleinen Teil, wo auch so ein bisschen Überhang ist. Also man muss schon gut zupacken dann, weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Okay, jetzt sieht man Bodensee richtig gut. Aber wenn ihr jetzt mal darüber schaut, da drüben, da ist der Sentis, schön im Weiß. Aber es gibt hier auch immer wieder so Ausweichstellen. Also die einen kommen von oben runter, die anderen kommen von unten hoch. Und hier muss man sich dann auch relativ klein machen. Auf der einen Seite geht es gleich richtig runter. Ja, das ist ja eine coole Höhle da. Was? Ja, und dann war es halt so, dass wir uns gerade nicht an der Ausweichstelle getroffen haben, sondern ja, es war dann wieder so ein Hin und Her, so mit Einhaken und Aushaken. Und der eine musste hinten rum und ich habe mich dann ganz an die Wand gelehnt. Und ja, also an manchen Stellen geht es gut, aber an manchen, da wäre es überhaupt nicht möglich, da müsste man zurückgehen dann. So, jetzt bin ich hier schon fast am Ausstieg und wer will, kann hier auch noch ein bisschen was spenden, damit dieser schöne Klettersteig hier auch erhalten bleibt. Meinen Beitrag leiste ich mal dazu. Zack, zack. Übrigens, der Klettersteig wird betrieben vom OEAF Götzis. So, dann bin ich jetzt hier schon auf dem Kapf auf 1153 Meter und jetzt geht es dann weiter nach Meschach. Das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Ort. Da gibt es, glaube ich, so eine coole Kirche. Schauen wir mal. Übrigens nicht so weit Bock hat zum Laufen wie ich zum Beispiel, kann hier am Spallenhof Parkplatz parken. Da hat man ungefähr noch, also sich so 15 Minuten zum Laufen zum Klettersteig. Ein paar Hütchen hier. Die Spallen bin ich jetzt auch durch. Hier blühen einfach direkt hier Blumen mitten auf dem Weg. Und dann bin ich jetzt auch schon fast in Meschach. Ich dachte, ich gehe noch in die Kirche da hinten rein, aber irgendwie, das sind lauter Hochzeitsgäste und gut gekleidete Leute, da will ich jetzt auch nicht stören. Deswegen blase ich die Sache jetzt einfach ab und ja, aber der Ort ist eigentlich ganz nett hier. Lauter so kleine, schickige Häuser, alles relativ entspannt hier. Ist ja richtig cool, hier ist ja wie so ein Labyrinth da drin, aber frag mich jetzt nicht, ob das öffentlich zugänglich ist. Hey, das ist doch mal eine geile Bank hier, oder? Die Örflaschlucht, die nehmen wir natürlich auch noch mit, damit es noch zum Schluss recht spannend wird. Hey, ich wurde gleich richtig krass, so. So eine leichte Abkühlung kriegt man hier. Einfach nur geil, Mann. Für das liebe ich es, in der Natur zu sein. Das ist halt ein neues Erlebnis. Das ist einfach so beeindruckend. Und die Jungs da hinten, die fühlen es genauso. Soll ich springen? Soll ich nicht springen? Also, wenn jetzt der Baumstamm nachgibt, dann bin ich aber sowas von verloren. So Freunde, die Schlucht war zum Schluss noch so ein absolutes Highlight. Es hat einfach noch so viel Spaß gemacht. Geht einfach raus in die Natur. Die Welt hat einfach so viel zu bieten. Habt einfach Spaß draußen. So Leute, wir sind jetzt wieder am Ende der Tour angekommen. Checkt die Tour gerne in der Videobeschreibung aus. Abonniert, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Und haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.